ihr Lieben, hier bin nochmal ich, Carmen Richter von Natural Lifestyle. Ich weiß nicht, ob ihr noch wach seid. Ich bin noch wach, ich werde auch noch ein bisschen weitermachen. Ich habe heute noch nicht so viel für mein Business gemacht. Deswegen werde ich einfach nochmal gleich ein bisschen weitermachen. Wollte euch aber nochmal sagen, was heute noch passiert ist. Ich habe ja heute schon einmal kurz berichtet darüber, dass die Fastenden heute das Prakshalana gemacht haben. Da haben die sozusagen ein spezielles Wasser getrunken, unter anderem auch mit der Pfefferminze Plus. Die haben wir da mit reingenommen. Das ist nicht original Prakshalana, aber das hilft halt eben auch beim Ausleiten von Schadstoffen, von Giftstoffen, von Schlacken. Und von daher haben wir das mit eingebaut. Und ja, nachdem die Leute das getrunken haben und Yoga-Asanas gemacht haben, immer wieder im Wechsel, sind sie dann auf Toilette gegangen, dann wieder wurde weiter getrunken und wieder diese Übungen gemacht und dann wurde weiter ausgeleitet. Und dann haben die Leute sich im Anschluss ausgeruht. Ich hatte kurz gedacht, ich mache vielleicht auch mit. Und dann habe ich aber gedacht, ja gut, okay, ich mache einfach Zitronen-Pfefferminz-Kur ohne zu essen. Das heißt, ich habe heute auch gefastet. Mir war danach, ich habe gedacht, ach ja, ich mache ja sonst auch immer Intervallfasten, esse erst recht spät. Und dachte mir, ach, für meine spirituelle Power, um die zu steigern und weil alle so schön im Flow sind, mache ich einfach auch mal mit. Ich mache aber das eben mit einem Tropfen Zitrone auf 1 Liter Wasser, Zitrone plus trinken bis 14 Uhr und dann ein Tropfen Pfefferminze plus auf 1 Liter gutem Wasser bis 18 Uhr trinken und im Anschluss natürlich noch weiter viel, viel Wasser trinken. Das habe ich dann heute auch gemacht und ich fühle mich rundum fit, ich fühle mich agil, ich fühle mich richtig, richtig voll in meiner Kraft und das konnte ich dann auch einsetzen. Ich habe hier viele Bücher als Leihgabe dagelassen und habe die heute aufgestellt, sodass die Leute sich ordentlich gut mit schöner, wertvoller Nahrung versorgen können. Und habe auch die Leute über die ätherischen Öle von Young Living beraten. Bin ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden über den Tag. Die haben sich dann auch sozusagen auch belesen und haben so ihre Sachen gemacht. Und dann gab es später, ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr wir das gemacht haben, ich glaube um 19 Uhr war das dann, haben wir zusammen ein offenes Chanting gehabt. Das habe ich dann geleitet. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video hochladen dazu. Das könnt ihr euch dann angucken. Auf YouTube, denke ich, werde ich das machen. Und genau, da ist mein Kanal Carmen Richter, worauf ihr das dann sehen könnt. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal auf der Sonnenhausseite Stralsund garantiert auch hochgeladen werden. Zusammen mit schönen Bildern. Und ich freue mich schon total. Also das Chanten war sehr, sehr, sehr schön. Da haben wir dann auf jeden Fall ganz im Sinne der Herzenergie uns erstmal mit Inner Child versorgt. Das ist ein ätherisches Öl, eine Mischung aus dem Feeling Set, was auch Jasmin zum Beispiel mit enthält, was sozusagen die Kraft des inneren Kindes mehr fördert, dass das mehr zum Tragen und mehr zutage kommt. Und das haben wir uns sozusagen aufs Herz gegeben und dann schön eine Minute inhaliert mit vor der Nase gefalteten Händen. Und im Diffuser hatte ich es natürlich auch. Jetzt seht ihr, da hinten ist der Diffuser natürlich schon wieder hier am Start. Hier habe ich so ein bisschen den Raum aufgebaut, dass ich dort hier über ätherische Öle berichten kann. Das Buch hier, wovon man ein bisschen den Rand sieht, ist sozusagen die Weisheit der Pflanzenseelen von der School of Easy Living, was auch richtig, richtig schön nochmal die Seelenbotschaft der einzelnen Pflanzen und ätherischen Öle wiedergibt. So, jetzt ist es auch ein bisschen aus der Sicht. also ganz, ganz, ganz klasse, was hier alles so geht. Genau. Ja, wir hatten dann auch noch eine stille Meditation im Anschluss und haben dann noch ein bisschen gelesen, was Hochwertiges. Einfach, dass wir die Herzenskraft steigern. Weil was verbindet uns alle zusammen, alle Wesen? Unser Herz, die Liebe im Herzen. Ja, die Liebe überwindet alles.
Und darum geht es eben auch immer noch für mich persönlich im Monat März. Und das trage ich natürlich auch gerne noch in die Welt. Ich bin immer noch dabei, mir Jasmin jeden Morgen auf die Brust zu reiben. Bin dann immer so ein bisschen, soll ich jetzt Rose nehmen oder Jasmin? Weil Rosenöl ist jetzt neu dazugekommen. Und ja, Jasmin ist es nach wie vor jetzt erstmal. Morgen wird es dann weitergehen, dass wir um 10 Uhr nach Rügen fahren, auf die Insel Rügen, ganz, ganz toll. Da machen wir dann eine schöne Kräuterwanderung nach Yoga Asanas, dann mitten auf Rügen. Und wir werden dort Bärlauch sammeln und später dann am Nachmittag den Bärlauch verarbeiten, sodass die Leute nach dem Fasten was richtig Gutes, Wildes im Glas haben. Denn es ist ganz, ganz wichtig, auch wilde Sachen mit in den Alltag einzubauen. Wildgewachsenes hat über die Mutter Natur, Evolutionsgeschichte und wir brauchen auf jeden Fall auch diese Connection da dran, an diese Information. Und dann werden wir dort noch eine Krafttierreise machen. Das macht dann die Jane und im Anschluss gibt es dann noch Rapé, wo wir natürlich auch unsere Krafttiere dann rufen. Das mache ich dann. Und wir machen halt eben auch Kräuterkunde, also Kräuterwanderung so weit als möglich. Das machen wir dann am ersten Teil und wenn wir dann wiederkommen, dann gibt es im Anschluss dann auch nochmal weiterlaufende Sachen und darüber werde ich dann wahrscheinlich auch morgen auch wieder berichten. Ja, so war heute der Tag. Es ging eigentlich ganz easy, nichts zu essen. Die Leute waren auch ganz gut motiviert. Es gab auf jeden Fall auch, es wird ja auch gefastet von allen möglichen anderen Suchtmitteln, also auch von Rauchen. Das heißt, ich hatte dann heute auch hier jemand, der gekommen ist ein paar Mal und an Patchouli geschnüffelt hat und an Peace and Calming, wo man sagt, dass das sozusagen auch richtig schön dann diesen Schmachter helfen kann, einfach zu ja, ruhig zu legen. Ne? Und ja, das unter anderem kann man eben mit ätherischen Ölen auch ganz gut machen. Wenn ihr wieder Fragen habt, wenn ihr kommentieren wollt, wenn euch das Heilfasten interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie das hier im Sonnenhaus Stralsund so abläuft, was es alles so gibt hier für ein Programm, dann kommentiert hier drunter, meldet euch, schreibt uns. Wir sind hier, wir sind da, wir sind offen für alle und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über den Austausch und über natürlich auch Besuch. Also, ganz, ganz, ganz schönen Abend, kommt gut in die Nacht. Und morgen gut in den Tag hinein und ich werde wieder berichten. Alles, alles Liebe, eure Carmen.